Oh nein, das wollte ich doch gar nicht. Mein Gott, du brennst ja. Oh mein Gott, du bist explodiert. Kann ich dir helfen? Mein Gott, warte, ich drehe das Feuer aus. Ich drehe das Feuer aus. Nein, 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 ich kann dich immer noch retten. Au. Mein Gott, er ist tot. Er ist tot. Glaub es mir doch, er ist tot, Mann. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Island Riptide. Wir sind wieder bei unserer Basis, weil wir beim letzten Mal, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir haben uns noch in so einer schicken Holzhütte ausgelockt. Hi, ist bei dir noch alles klar? Natürlich ist bei dir alles klar. Fühlt sich sehr gut an, muss ich schon sagen. Alles auf jeden Fall sehr gut. Ich gucke gerade mal an der Werkbank, ob wir hier irgendetwas machen könnten. Gucken wir mal, modifizieren. Denn beim letzten Mal haben wir einigen Zombies auf die Fresse gehauen, aber ich glaube noch nicht, dass das reicht. Was ist denn der Blitzmod? Achso, genau, dann ist es elektrisiert. Das hatten wir, glaube ich, schon am Hammer. Hat das viel gebracht? Wo ist eigentlich der Hammer? Habe ich den an irgendjemand, an den Kopf von irgendjemand geworfen? Habe ihn vergessen? Okay, hierfür brauchen wir Bolzen. Das klingt doch eigentlich gut. Was nehmen wir? Ich glaube, ich nehme nochmal den Blitzgedingse. Was können wir denn damit modifizieren? Alter, den ganzen Schraubenschlüssel. Na sicher, den Polizeiknüppel. Den Schraubenschlüssel. Modifizieren. Modifizieren. Peng. Oh yeah. Und jetzt gehen wir und hauen ein paar Leuten auf die Fresse. Wie zum Beispiel dir. Mal gucken, ob wir den ein paar Sachen abdrücken können. Warum ruckelt das Spiel gerade eigentlich so? Okay, ich darf nicht wieder aus Versehen Sachen kaufen, die ich nicht kaufen will. Das Ding darfst du haben. Ja, darfst du. Frag nicht tausendmal. Das darfst du auch haben. Das darfst du auch haben. Den darfst du nicht haben. Schwerer Baseballschläger. Den darfst du auch gerne haben. Der brutale Stab. Ja, komm. Der ist nämlich ein bisschen kaputt. Die schwere Signalpistole. Gefährlicher Polizeiknüppel. Den darfst du auch haben. Das war doch hier dieser Lehrerstab, den ich gerade eben hatte. Das Ding darfst du auch haben. Das kann ich nämlich noch nicht mal benutzen. Strafendes Hackmesser, bla bla. Schadenanrichtender Streitkolben. Wow, bitteschön. Und jetzt, lass mich in Ruhe. Wir hauen jetzt Zombies auf die Fresse. Denn im Moment habe ich sogar noch die Map-Markierung. Mein Gott, warum ruckelt das bei mir gerade so? Es ist so ein bisschen, also es ruckelt nicht, aber es ist so ein bisschen, als ob das dauerhaft einbrechen würde. Vielleicht bin ich ja auch nur zu sehr an andere Spiele gewöhnt. Alter, guckt euch das Ding an. Das wird direkt an dir getestet. Wow, das hat sehr gut funktioniert. Scheint sehr stark zu sein. Gute Nacht. Lebst du immer noch? Lebst du auch noch? Ab in den Busch mit dir. Oder bleib vor dem Busch liegen. Mein Gott. Oh nein. Nein. Okay. Oh nein. Das wollte ich doch gar nicht. Mein Gott, du brennst ja. Oh mein Gott, du bist explodiert. Kann ich dir helfen? Mein Gott, warte. Ich dreh das Feuer aus. Ich dreh das Feuer aus. Nein. Nein. Nein, ich kann dich immer noch retten. Au. Mein Gott, er ist tot. Er ist tot. Glaub es mir doch, er ist tot, Mann. Keiner glaubt mir. Obwohl, er könnte, glaube ich, auch leben. Sieht gut für ihn aus. Alter, ist er voll weggematscht. Weggematscht. Was willst du denn? Habe ich irgendwas zum Werfen? Ja, aber ich habe das hier. Ein Fuß. Der landet in meinem Gesicht. Was? In meinen? Aha. Das hat sehr viel Sinn. Voll in den Sack getreten und... Scheiße, der ist doch voll durchgefetzt. Was ist das? Batterien. Gib mir die. Ich weiß ja... Achso, für die Waffenmods. Ich wollte gerade sagen, ich weiß ja immer noch nicht, wofür das gut ist. So langsam sollte ich das wissen. So, und du bist wieder aufgestanden. Das bedeutet gute Neuigkeiten für dich. Kann man hupen? Nein! Wie hupt man? Ganz vorsichtig. Und ich will nicht unser Auto kaputt machen. Einfach nur in den Gegnern einparken, bitte. Okay, wir fahren jetzt einfach straight zum Einsatzziel durch. Damit wir in einer Mission auch mal wirklich etwas schaffen. Gib Stopp. Nein, nicht auf den! Deine Mutter ist Mie. Okay, ich muss aussteigen und da ist direkt ein Infizierter. Das ist nicht so toll. Halt mal die Schnauze hier! Du hast recht. Aua. Ey, was? Das kann ich auch, so halbwegs. Daneben. Oh nein, daneben. Daneben. Geh doch, Alter. Verdammt, hast du mich erschrocken.
Geh nach Hause, du Socke. Da ist dein Zuhause im Gebüsch. Oder auch nicht. Da ist dein Zuhause. Noch mehr Anlauf. Die hinten steht auch schon wieder auf. Geh doch weg jetzt. Meine Fresse. Du kriegst das Ding eben ins Gesicht. Nicht so schön, ne? Dann stress mich nicht. Und du gehst jetzt auch mal. Ich kann ja. Warum macht er nichts? Alter. Ha. Heilen. Heilen. Sie kommen. Heil dich. Mach doch irgendwas. Okay, das war natürlich... Alter, wo haben wir diese Frucht denn hergekriegt? Da haben wir die her. Und hat sich in der Luft das Genick gebrochen. Dafür muss man schon ein ziemlicher Pro sein. Ich heile mich nochmal. Funktioniert nicht. Wie trinke ich Alkohol? Das habe ich immer noch nicht raus... Wie trinke ich Alkohol? Verschiedenes. Alkohol. Kann ich das auf irgendeine Taste setzen oder sowas? Ja, es ist zum Heilen da. Das habe ich jetzt auch schon gesehen. Ausrüsten. Gibt's irgendeinen Knopf dafür? Sagt es mir bitte! Gibt es irgendeinen Knopf, um es zu trinken? Außer... Oh. Oh, hab ich überhaupt Leben bekommen? Ich guck mal gerade. 4 Teile fehlen und ich wackel ein bisschen. Das ist der... Die perfekte Voraussetzung, um noch mehr zu trinken. Ja, es bringt auf jeden Fall sehr viel. Oh mein Gott. Alter! Oh, so viel zu. Kein Alkohol am Steuer. Boah, bin ich am Schütteln. Mein Gott! Und du... Oh, ich hab getroffen! Und jetzt hol ich mir schnell den Fall wieder und das Selbstmörderfleisch! Verpiss dich! Verpiss dich! Ich bin besoffen, ich darf das! Und jetzt hauen wir ab! Das Fenster ist kaputt aus irgendwelchen ominösen Gründen. Vielleicht habe ich einen Zombie da reingekickt. So, wir geben einfach mal Stoff zum Einsatzziel. Denn betrunken Autofahren macht auf jeden Fall Spaß! Mein Gott! Oh, da war ein Zombie mit Hut. Alter, das ist voll schwer, hier gegenzuhalten. Bam! Aber, aua, das hat wehgetan. Das war wahrscheinlich sehr schmerzhaft. Und das... Oh, scheiße. Scheiß drauf! Oh, scheiße, scheiß drauf! Das ist immer sehr toll. Wenn ich mich... Da, Alter, ich bin immer noch so am Wackeln. Das selbst oder Fleisch brauchen wir. Ich brauche dein Fleisch. Gib es mir freiwillig. Kann ich hier einfach lang oder war das hier was abgesperrt? Okay, kein Problem. Dann torkel ich eben zu Fuß. Mein Gott, die Wirkung lässt nach. Trink mehr. Ich brauche einen wirklichen Button, mit dem ich schnell trinken kann. Mit dem ich dann aus Versehen Alkohol trinken kann. Oh. Oh. Mein Gott, war das eine Nacht. Oh, oh. Oh nein, Entschuldigung. Ich habe dir ins Gesicht gekotzt. Vielleicht sogar ins Gehirn, wenn das offen ist. So halbwegs. Jetzt ist es offen. Oh. Entschuldigt bitte. Leute, dürfte ich bitte vorbei? Dankeschön. Gut, dass ich keine Umstände hier verursacht habe. Hier. Warum hier? Ich helfe den ungemein. What's this then? Ja, was ist das? Sieht aus wie ein Telefon. Es schmeckt wie ein Telefon. Ich glaube, es ist ein Telefon. Komm jetzt. Mein Gott, bin ich heute präzise und der Alkohol tut dir nichts Gutes. Von der Treppe. Nein, verdammt. Okay, jetzt einmal mit Anlauf. Regeneriere dich endlich mal, du Spacken. This is Sparta. Du hast den Moment ruiniert. This is Sparta. Naja, eigentlich ist das ein Schraubenschlüssel, nicht Sparta, aber egal. Oh. Sei froh, dass ich hier nicht auf den Kopf gekotzt habe. Oder in den Kopf. Ist noch viel besser. Blitzmord. Da hätte ich eigentlich am Anfang mit gerechnet, dass du einfach nur schnell damit bist. Ich habe wahrscheinlich zu viel Roost gespielt. Und du bleibst lieber liegen. Das ist mir doch lieber... This is madness. No, this is Schraubenschlüssel. Hier, ah, verdammt, jetzt. Nein, ich werf das Ding jetzt nicht. Das Spiel hat mich, glaube ich. Alter, die Breakdance auf der Stange. Ja, komm Mädchen, mach weiter. Breakdance auf dieser Stange. Oh mein Gott, ich kann ja durchlaufen. Oh, du stehst wieder auf. Breakdance, du an diesem Polstangen-Dingen sind. Oder in deinem Gesicht. Ich habe zwar jetzt in deinem Gesicht getanzt, aber das funktioniert auch. Sparta. 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 Schraubenschlüssel. Voll in den Sack. Sparta. Hi. Ich dachte, ich hätte Schritte gehört. Okay, wir pirschen uns ganz vorsichtig ran. Und treten ihn hier runter. Oh, oh nein, Entschuldigung, das... Wer konnte denn damit rechnen? Kann ich hier rein? Nein, ich muss natürlich hier unten lang, wo die ganzen Zombies rumrennen. Kein Problem. Machen wir einfach mal den hier. Oh, das ist einer runtergefallen. Ah, verdammt, ich bin ein Idiot. Nein, mein Gott. Das muss ich irgendwie rechtfertigen.
Alkohol. Gibt's kein Quick-Button dafür? Zum Beispiel B für Betrinken. Oder, nee, A für Alkohol funktioniert nicht. Darauf laufe ich, ja. Oh, und wir durften nicht mal spielen. Immerhin habe ich das vorher probiert auszutreten. Das ist nicht nett von mir. Ich kann auch weitermachen. Das ist nicht das Problem. Mein Gott, das ist nicht das Problem. Ich weiß nicht mehr, warum ich mein Gott gesagt habe. Okay, mit Anlauf. Sonst funktioniert hier gar nichts. Mein Gott! Ich laufe schon wieder. Ich torkle schon wieder von A nach B. Okay. Merke, Zombies leben immer noch, solange der Kopf dran ist. Merke, Zombies leben nicht mehr, wenn der Kopf ab ist. Obwohl in manchen Fällen immer noch. Lebst du noch? Fettsack! Nein! Du hast den Fettsack getötet! Du Schwein! Okay, ich darf nicht vergessen, dass ich hier auch nicht schwimmen kann. Weil ich ein totaler Vollidiot bin. Eigentlich bin ich ja ein Soldat, aber... Ja, Soldaten sind Vollidioten. So ist das aber jetzt. Eigentlich ja nicht. Oh, genau. Tanz auf der Stange, Mädchen. Mir ist nie da runtergefallen. Nein! Oh, ich kann mich nicht halten! Und in die Hosen gekackt. Nein, das natürlich nicht. Wollt ihr euch anpirschen? Oder wollt ihr euch anpirschen? Oder willst du dich anpirschen? Oh, du kommst hier nicht hoch. Nein, du stehst nicht auf. Die anderen sind zwar eine größere Gefahr, aber egal. Und ich werde höchstwahrscheinlich jetzt gleich hier runterdüsen. Nein, werde ich nicht. Tut mir leid. Tut mir leid. Aber ihr werdet hier alle runterdüsen. Denn ihr seid fette Wichser. Und ich bin aus Sparta. Alter, wie kann man so treten? Erhol dich. Wie geht man nochmal in den Rage-Modus? Und wie blockt man? Irgendwie konnte man blocken. Das war nicht blocken. Das war die Faust rausholen. Warte, ich pack mal eben meine Fäuste aus dem Rucksack. Bang! Bang! Und bang! Mein Gott, ich sagte Peng. Was war das gerade für ein Geräusch? Dann eben so Peng. Oh, dein Arm ist kaputt. Ich lass dich mal mit dieser Schande leben. Obwohl, wenn du mir aufstehst, nö, dann zack. Kriegst das Ding über den Kopf gezogen. Und kriegst du deine Nummer über den Kopf gezogen. Geht's dir gut da unten? Alles klar? Okay, da bin ich beruhigt. Ich wollte nämlich keinen von euch wehtun. Alter. Ich hänge auf einer richtig guten Framerate, aber ich habe trotzdem das Gefühl, als ob ich auf 10 Frames hier durch die Gegend renne. Wo ich immer mit meinem Frame gerede. Das unterdrück ich jetzt einfach mal. Auch wenn es mich im Inneren tief beunruhigt. Wenn ich nicht über meine Frames reden darf. Mein Gott. Das sind so viele Idioten. Ich muss in die Köpfe abspacken, damit sie keine Idioten mehr sind. Wie kann man jemanden den Kopf abspacken? Könnte ich hier oben rein? Nee, aber hier liegt doch wieder einer. Lebst du noch? Nein, okay. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Meine Waffe ein wenig kaputt machen. Man kann ja auch mal sachte zuhauen. Du musst ja nicht mit... Oh. Oh nein, Entschuldigung. Ich hab dich... Hättest du mir vorher gesagt, dass du noch am Leben bist, hätte ich dich erst umgetreten. Können wir... Na, natürlich nicht. Wir können Zombies kilometerweit durch die Map treten, aber das hier funktioniert natürlich nicht. Und der Innenraum da kommt mir sehr bekannt vor. Wie war denn hier der Rage-Modus? Vielleicht R für Rage? Oder T für Taschenlampe? Das ergibt tatsächlich sogar Sinn. Geht's dir gut da unten? Wer böllert denn hier? Der Drummer-Boy. Hi. Achso, ich wollte sie gerade treten. Ist alles in Ordnung bei dir? Ist alles in Ordnung? Was? Premium-Ware? Hallo? Was ist ein Premium-Ware? Ah, ein schlechtes Wurfmesser. Das ist Premium-Ware. Also, das Angebot ist sehr gut. Und wenn ich das kaufen würde, nee, dir geben würde, würdest du mir $34 geben. Allerdings, wenn ich das kaufe, 336... Ja, du bist ein Lappen. Genau das, was du hier verkaufst, das bist du. Okay, wir können mal wieder hier Dingensmunition kaufen, was nur extrem schwierig ist zu kaufen, weil man kann... Obwohl, doch, man kann... Kauf! Mehr! 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 Ich brauch kein Geld! Ich brauch kein Geld! Ich brauch nur Nägel! Ich hoffe mal, es gibt kein maximales Limit. Achso, ich könnte auch einfach so kaufen. So, das sollte reichen, denn wir sind ein Lappen. Mehr brauchen wir gar nicht. Harpunenmunition. Da kann man sich drauf freuen. Wie haben wir jetzt? Steht das da? Nö, natürlich nicht. Mein Gott. Spam! 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 Schmeißt ihn raus! Okay. 39 Schuss. Möchtest du mal kosten? Nein. Nein, sowas möchte ich nicht. Nein. Hey, Herr Medikit. Ich kann mich jetzt nicht mal mehr mit dem Medikit heilen. Come on, Daddy needs some new shit. Nein, wäre es nicht, denn ich bin der Big Booter, wie soll ich das nennen? Nicht der Zombie-Schlachter, ich bin eher
der Typ, der durch die Gegend rennt und jeden einen Big Boot in die Fresse verpasst. Ist schon hart, mein Leben. Kann ich das Ding upgraden? Nee, ist schon auf Maximum. Haben wir nämlich gerade so viele Pfeile für reparieren. Kostet das sehr viel? Ne, 158, das machen wir doch gerade einfach mal. Brutaler Stab. Das Hackmesser ist mir deutlich zu teuer. Da bleibe ich doch lieber dabei und schmeiß es weiterhin in die Gesichter der Gegner. Eine Postkarte, super. Möchtest du die haben? Ich habe dir extra einen Brief geschickt. Was ist ein hinfälliger Tando? Ist ja wie ein Rock. Jetzt würden wahrscheinlich wieder sagen, bist du ein Trottel, weiß nicht, was ein Tando ist. Hey, ein Fleischklopser. Klopfer. Klopser? Ist auch geil. Ermüdender Fleischklopser. Blopser, was? Okay, ich weiß jetzt, wie man die Sachen ausrüstet. Du einmal nach da oben, bitte. Was haben wir nicht ausgerüstet? Den Messingschlagring. Haben wir das Hackmesser haben wir ausgerüstet? Die Signalpistole? Weiß nicht, ob wir dafür Muni haben. Hier, den Tando, den können wir ja auch mal ausrüsten. Ich meine, wer braucht denn kein Tando? Rüst ihn. Level 35. Nehmen wir das Ding noch. Haben wir sogar Munition für. Sehr gut. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge verballern wir diese Munition sogar tatsächlich. Aber bis dahin besuche ich noch ein paar Mülltonnen. Und dann würde ich einmal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, bevor meine Festplatte wieder implodiert, weil ich zu viel aufgenommen habe und das Ganze zu lang geworden ist. Und unsere Waffe ist gleich vergoldet. Und danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie ich mir mit Alkohol die Birne zusaufe, haut doch mal ein Like drauf und sagt, voll witzig, wie du dir mit Alkohol die Birne zusäufst. Mit was soll man denn sonst? Nein, ich trinke nicht mehr. Ich trinke keinen Alkohol mehr. Ich steck's nochmal in einen Gefrierbeutel und esse es dann. Als Eiswürfel. Obwohl, kann man Eiswürfel essen? Oder lutscht man die da drüber? Nein, weißt du ja Bescheid. Das ist eklig. Okay, wir sehen uns. Haut rein und peace off.